So, wir sind also hier immer noch auf den Palisaden, mittlerweile der Einzige, der nach oben steht. Und ja, die Horden haben uns hier verlassen. Wir schauen am besten einfach nochmal kurz ins Inventar und schauen uns den Questtag nochmal an. Als ich auf den Zinn ankam, gefror mir das Blut in den Adern. Sigismunds Streitmacht war in Sicht. Als wir die Horde erblickten, wurde es plötzlich totenstill. Glücklicherweise ist Herr Devisch ein herausragender Redner. Er überzeugte den Herold, dass es sinnlos sei, Thalenberg anzugreifen. Der Herold, das war der Markgraf, unser jetziger schon Erzfeind, der unsere Eltern auf dem Gewissen hat. Als Sigismund das Zeichen zum Abrücken gab, jubelte ganz Thalenberg vor Freude. Doch ich hatte nur eins im Sinn, nach Skalitz zurückzukehren, um meine Eltern zu bestatten. Und das wird jetzt auch unsere neue Aufgabe werden. Wir schauen drüben, Hauptquest auf der Flucht. Ich konnte nicht in die Burg gelangen, bevor die Tore geschlossen wurden, also schickt man Thalenberg. Bestatte deine Liebsten in Skalitz, sprich mit Herrn Robert und optional beschafft dir ein Pferd. Das wird wahrscheinlich eher weniger optional sein für mich, denn hier drüben steht auch schon, ich sollte mein Pferd nehmen, bis nach Skalitz ist es weit. Ja, da wird ein Pferd natürlich sicherlich von Vorteil sein. Ich sollte mit Hauptmann Robert sprechen, womöglich hilft er mir dabei, die Burg zu verlassen. Und der drohende Angriff ist abgewendet. Nun muss ich zurück nach Skalitz. Es ist meine Pflicht, meine Eltern zu bestatten. Doch wie stelle ich das an? Mein Herr verbietet mir, Thalenberg zu verlassen. Gut. Der Herr, das müsste, jetzt müssen wir mal schauen, steht im Kodex drin. Ereignisse, Soziales, Charaktere. Unser Herr ist der Himmel der Braun, die Herren von Thalenberg. Menzel, der Razzikobia von Djovic müsste unser Herr sein. Ich versuche mich da jetzt so ein bisschen, ich werde öfters mal nachlesen müssen, wer da was ist. Ich tendiere nämlich dazu, ganz gerne Kleinigkeit dann auch zu vergessen oder mach mal einfach, ja man macht, ihr kennt es vielleicht selber auch, man macht mal ein paar Tage Pause, hat eine Kleinigkeit vergessen und schon hat man ein kleines bisschen Probleme, der Handlung zu folgen. Also könnt ihr euch bei mir zumindest drauf verlassen oder kann euch schon mal vorwarnen. Ich werde auch immer wieder mal hier in den Questlog, in die Karte, in die Codex reinschauen, um mir gewisse Dinge anzuschauen, um wieder ins Gedächtnis zu rufen. Unter anderem kann man jetzt hier aber nochmal ganz schön sehen, dass hier in dem Spiel natürlich neben ganz, ganz vielen NPCs, die es so in der realen Welt nicht gab, es auch sehr, sehr viele Charaktere gibt, die es in echt auch gab. Ebenso auch wie diesen Razzikobia von Vojitz. Razzikobia war ein böhmischer Freisasse, königlicher Hauptmann Wenzels des Vierten und von 1410 bis 1415 Burggraf von Wyschrad, der Prager Hochburg. 1403 residierte er auf der Burg von Skalitz, wo er den dortigen Silberbergbau beaufsichtigte. Der König war bekannt für seine Großzügigkeit gegenüber dem niederen Adel, dessen Mitglieder er für ihre Loyalität oft mit hohen Titeln belohnte. Zu solchen Begünstigten gehörte anscheinend auch Razzikobia, der vermutlich sogar zu Wenzels Freunden zählt. 1403 wurde Skalitz von König Sigismund und seiner Kumanenarmee belagert und niedergebrannt. Das ist also das, was wir jetzt quasi gerade hier im Spiel auch erlebt haben. Durch eine kluge List entkam Razzik und für seine Dienste und Loyalität gab ihm Wenzel der Vierte die Erlaubnis, in Wesseli an der Sassau eine eigene Burg zu richten. Ich würde sagen, da hören wir jetzt auf, denn jetzt kommen wir dann quasi schon auch für mich in den Spoilerbereich rein. Was ich noch nicht weiß, noch nicht recherchiert habe, das werde ich aber bis bei einer der nächsten Folgen mal nachholen, ist, ob diese Bilder hier wirklich echt sind oder ob die jetzt quasi hier von dem Künstler nachempfunden worden sind oder ob es wirklich echte Bilder sind von dem echten Razzikobia von Vojitz. Wäre mal interessant, weiß ich so nicht. Gut. Allgemein, ihr habt auch mitbekommen, es ist mein allererster Durchgang hier in dem Spiel und deswegen muss ich hier auch öfters mal hier mal mit reinschauen und das werde ich jetzt auch nicht irgendwie raus weglassen, denn das gehört für mich einfach zum Spiel dazu. Dann erlebt ihr das mal, wie das ist für jemanden, der komplett neu anfängt. Ich wollte nachsehen und zwar Questlog, gibt es denn schon Nebenaufgaben? Nein, Aktivitäten gibt es auch noch nicht. Was ist das hier? Auch wieder eine von diesen wunderschönen Karten. Na gut, wir haben noch einiges zu forschen. Wir wissen nicht, was natürlich jetzt Aktivitäten sind. Das bedeutet, sprich mit Herrn Robert. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Ich habe immer noch meine Fackel in der Hand. Wie kann ich denn die wegstecken? Jetzt. Oh, jetzt habe ich Schwert in der Hand. Ich glaube, ich habe immer noch die Fackel. Wie mache ich die? Jetzt haben wir es geschafft. Lange auf die 1 drücken. Leiter benutzen. Das geht gut. Etwas besser als in Arma, wo ich regelmäßig von Leitern runtergefallen bin. Ich höre gerade bei mir aus dem Generalstab, die Bilder sind also nachempfunden und keine Originalbilder. Vielen lieben Dank für die Information. Du hast entdeckt Händler. Wo habe ich denn den Händler entdeckt? Da drüben. Ja, wir gehen jetzt auf alle Fälle mal zum Robert. Aber wahrscheinlich dieses oben im Kompass drin. Ja, da hinten muss der Händler sein.
springen wir jetzt mal nicht runter. Ich werde versuchen, mich auch hier einigermaßen realistisch, ich sag mal, zu bewegen und jetzt nicht jetzt hier der Wache auf den Kopf zu springen. Was machen eigentlich die Hühner? Laufen die weg? Tun sie nicht. Wer Hühner kennt, ihr wisst, normalerweise, die will mit einem lauten Gegacker dann einfach davonrennen. Wer es von dem Händler weiß, der es von den Kerlen weiß, die in Kuttenberg gegen sie gekämpft haben? Was? Es heißt, die hauen Rindvieh oder einen Mann in zwei Hälften von oben nach unten mit einem Schlag. Kann nicht sein. Hier verbreiten sich schon Gerüchte. Es heißt, die töten jemanden mit einem Pfeil über 10 Felder. Und ein Dutzend Männer kommt nicht gegen einen einzigen Heiden an. Einer hat gesehen, wie ein unbewaffneter Krähenmann einen Balken aus einer Scheune rausgerissen und alle damit umgehauen hat. Ich weiß nicht, ob ich hier während des Gesprächs mehr aus dem Topf was nehmen darf. Wo war denn der Spieler hier? Hunger? Wie sieht's denn aus? Wo war denn der Hunger? Gesundheit aus? Sattheit 77. Ja, also ich glaube, ich frag dir mal. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit... Sie meinen ja wohl hoffentlich nicht mich. Guten Morgen. Guten Morgen. Scheiße. Bist hier irgendwo ein Händler? Das weiß ich zwar schon, aber machen wir doch trotzdem mal. Ich würde eigentlich ganz gerne fragen, ob das Essen kann. Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr. Aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja. Seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Divischen so guter Redner ist. Wir hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Okay, dann beenden wir das Gespräch mal. Ich hatte gehofft, dass wir auf einem Pfad kommen, dass ich fragen kann, ob ich hier was essen darf. Ich mach's mal noch nicht, ist mir noch zu riskant, weil es wäre sehr unhöflich, jetzt hier nach Essen zu fragen. So. Zu Herrn Robert, da steht er schon. War jetzt auch schon mal sehr sympathisch, der gute Mann. Schöne Rüstung aus. Herr Robert. Beste Grüße. Ich muss nach Skalitz. Weshalb griff Sigismund Skalitz an? Was hat Sigismund vor? Neugierig bin ich schon, ne? Komm, wir machen mal Sigismund. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Ja. Ich muss nach Skalitz. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Aufgabe abgeschlossen, sprich mit Herrn Robert. Ich muss meine Eltern begraben. Lass mich raus, sonst platzt mir der Kragen. An meiner Stelle würdest du dasselbe tun. Ich versuch's mal. Ja, in der Redekunst werde ich dem nicht Herr werden. Der ist ja richtig rediger, wie wir festgestellt haben. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis ich alles. Ruf verschlechtert. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Schade, schade. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn?
wichtiger strategischer Punkt überführte die aufstehenden Herren in Kuttenberg wegen der Kornspeicher. Wegen der Kornspeicher. Weil die Kornspeicher voll sind und Sigismund damit seine Truppen ernähren kann? Das ist es nicht. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, neuer Kodex-Eintrag, über Kuttenberg. Kuttenberg, Kutná Hora, ist heute eine Kreisstadt in Zentralböhmen und liegt 70 Kilometer östlich von Prag. Gegründet wurde Kuttenberg, der offizielle Name der Stadt im Mittelalter, nach der Entdeckung von Silbererzvorkommen in der Umgebung und wegen seiner Nähe zum Kloster Sedlec, dem ökonomischen Zentrum der Region. Kuttenberg erlangte 1318 das Stadtrecht. Danach ruhte die Verantwortung für die wirtschaftlichen Belange der Stadt in den Händen des sogenannten Urburers, ein königlicher Beamter. Damit die Münzprägestadt, Städten und Minen effektiv, sicher und nach hohem Standards arbeiteten, wurden spezielle Gesetze erlassen. Lateinisch kann ich jetzt nicht so gut, deswegen spare ich mir das. Die Stadt wurde alsbald ebenso mächtig und reich wie die Prager Altstadt. Deutsche stellten die reichste Schicht Kuttenbergs. Die unteren Schichten bildeten Bergarbeiter, Schmelzer, Münzpräger, Kunsthandwerker und Bedienstete. Beinahe jeder Bewohner der Stadt stand in einer wie auch immer gearteten Verbindung zum Silberbergbau, zur Münzprägung oder zum Handel. Mit dem abgebauten Silber wurde auch die Entwicklung anderer tschechischer Städte gefördert, darunter die Errichtung neuer Gebäude in Prag. Die Architektur Kuttenbergs geht auf Wenzel IV. Zurück. Während seiner Herrschaft wurden Holzhäuser mit Ziegeln oder als Fachwerkgebäude neu errichtet. Hinzu kamen Kirchen, ein Gerichtsgebäude und andere öffentliche Bauten. Bis heute hat sich Kuttenberg seinen gotischen Geist bewahrt. Jobst von Mähren haben wir gelernt, da schauen wir am besten auch nochmal rein. Ich habe ja gesagt, dass ich das Ganze hier für mich auch ein bisschen zelebrieren möchte und dem Ganzen auch Luft, Raum und Zeit geben möchte und deswegen lesen wir solche Sachen auch, denke ich, einfach vor. Jobst von Mähren, 1354 bis zum 18.01.1411. Jobst von Mähren war ab 1375 Markgraf von Mähren, ab 1388 Kurfürst von Brandenburg und von 1410 bis 1411 für insgesamt 15 Wochen bis zu seinem Tode römisch-deutscher König. Er war der Sohn Johann Heinrichs von Luxemburg und ein Neffe Kaiser Karls IV. Seine Macht in Europa erlangte er mit Hilfe militärischer und politischer Intrigen. Sie richteten sich vor allem gegen Mitglieder seines eigenen Geschlechts, insbesondere gegen Wenzel IV., gegen den er mit anderen mährischen Adeligen in den sogenannten Markgrafenkrieg aufbegehrte. Ja, ich würde sagen, viel weiter lesen wir da erstmal nicht, weil es sonst die Handlung vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr betrifft. So, tja, jetzt stehen wir da. Spieler, Questlog. Auf der Flucht, bestatte den Liebsten in Scarlets, optional beschaffte, verlasse die Burg. Bisher noch keine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach auf der Burg mal ein bisschen um. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. Ich schaue jetzt einfach mal, kann man hier trainieren? Markante ist wahrscheinlich M. Hier mal den Händler mit drin. Aber die Karten sind wirklich wunderschön, muss ich sagen. Bäcker, mein Bett, Kampfplatz und der Händler. Was? Es heißt, wir hauen oder es ist schlimm, was ich jetzt mal in unserem Land zu tun. Das Ende der Welt ist nah. Oh, privater Bereich. Schnell raus. Wo ist denn der Händler? Hey, wer ist da? Ja, ich bin schon weg. Es war ein Versehen. Kommt ja schon der Wachmann hier. Wo geht's hier zum Händler rein? Genau, gar nichts. Ich hätte es gedacht, dass der in dem Haus drin ist. Aber wenn es hier als privater Bereich, das wird auch ein privater Bereich sein. Hä? Ich gehe da lieber außen rum. So, das geht ja schon gut los. Ich tue mich schon schwer, den Händler zu finden.
Vielleicht sitzt er da vor rum. Das ist ein Dorfbewohner. Hier vielleicht. Dorfbewohner, Dorfbewohner. Der gute Mann hier vielleicht. Wotawa. Gott sei mit dir. Ah, hier kann man handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Sieht schlecht aus. Wir haben kein Geld, aber wir können mal schauen, was kaufen, was es denn hier alles gibt. Wein, Dietrich, Dörrfleisch. Einfach um schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das zu halten. Denn mit dem Inventar und so haben wir uns auch noch gar nicht beschäftigt. Schatzkarte, Schnaps, Steinpilz, Verband. Das war, was alles hat. Okay, ja, dann beenden wir das. Da geht's rüber zur Burg. Könnt ihr mal schauen, aber rauslassen würde mich wahrscheinlich nicht hier. Wächter Radim. Gelobt sei Jesus Christus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Aufmachen, sonst kracht's. Nee, bestimmt nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Tja, wer sind wir schon? Sohn eines Schmieds? Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst aber es war ein Erfolg. Oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Oh, hat er vielleicht eine Was Idee? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Aufgabe begonnen. Beschaffe dir eine Thalenberger Rüstung aus der Wachstube über dem Tor. Dann beenden wir das Gespräch mal. Viel Glück. Kommt man da hoch? Ja, nee. Über den Wachraum, über dem Tor. Was ich gerade noch nicht so recht weiß, inwie sehr das die Immersion stört. Also ich finde es ganz nett, dass ich die Texte hier sehe. Es ist natürlich ein bisschen immersionsraubend. Auf der anderen Seite kann man die Gespräche, ihr kennt es ja, man geht an verschiedenen NPCs vorbei, die brabbeln was vor sich hin und das meiste kriegt man so nicht mit. Ich tendiere dazu, es wahrscheinlich bald auszuschalten, aber noch lasse ich das Ganze ein bisschen an. Ihr könnt also wirklich sehen, das ist hier absolut das erste Mal, dass ich Kingdom Come spiele. Muss mich bei vielen Sachen natürlich auch erst noch ein bisschen zurechtfinden oder besser gesagt auch mir eine Meinung bilden, wie ich spiele. Ich bin nämlich immer noch nicht ganz sicher, ob ich bei Maus und Tastatur bleibe oder ob ich nicht doch auch mal den Controller mit reinnehme. Denn die Gefechte könnten eher controllerlastig sein. Hier in dem Raum oder was? Ne, den meint er nicht. Guten Tag. Ist irgendwo ein Händler? Na, wo ist jetzt meine Maus? Da. Was hältst du davon, wie den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Das Glück war ihnen wahrlich hold. Sigismund wird vor Wut kochen. Ein Jammer, dass das Schicksal nicht allen gnädig war. Oh, tut mir leid. Und du kennst Herrn Ratzig-Kobilla? Das wäre übertrieben. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Weshalb fragst du? Er muss ein feiner Herr sein, wenn er sich so um seine Leute kümmert. Bestimmt tun das doch alle Herren. Ha, ich könnte dir da Geschichten erzählen. Über Herrn Divisch? Aber nein, so war das nicht gemeint. Ich habe nur von den anderen Sachen gehört. Da rollt's einem die Fußnägel auf. Verstehe. Verstehe, sagt er. Keine Ahnung, was er meint. Komm, wir fragen da mal nach. Die Lage war wegen Sigismund heute Morgen recht angespannt. Herr Divisch regelt das meisterhaft. Die Burg sollte einer Belagerung standhalten, aber Sigismund hat verdammt viele Männer. Wer sind diese Söldner, die er da hat?
Du meinst die Komanen? Man weiß nicht viel über sie, außer dass Sigismund sie irgendwo im Osten angeworben hat. Die sehen furchteinflößend aus, was? Das sind sie auch. Möge Gott über dich wachen. So, jetzt schaue ich tatsächlich noch mal im Questlog nach. Beschaffe eine Tarnbegrüstung aus der Wachstube über dem Tor. Bin ich denn da jetzt nicht in der Wachstube über dem Tor? Oder über dem anderen Tor? Wahrscheinlich über dem anderen Tor. Hier ist nichts. Gehen wir mal zum Burgtor rüber. Vorsicht, habe hier oben mal reinschauen. Nein, da geht es bloß den Wehrgang hoch. Wisst ihr, was ich jetzt auch mal probiere? Ich probiere, ob ich mir nicht ein Bein breche, wenn ich hier runtergehe. Nicht erschrecken. Spätestens die Hühner müssten erschrecken. Ja, sieht aus, als wenn es nicht tödlich ist. Ist ja schon mal gut. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier überhaupt rein darf. Ups, bin ich gerannt. Guten Tag, wie kann ich helfen? Alles gut. Alles Gute, okay, ich darf hier reingehen. Der Stallmeister. Ah, wir brauchen ja auch ein Pferd. Wir reden vielleicht einfach mal unverbindlich mit ihm. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht sein privater Raum. Nee, der arbeitet. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen. Vielleicht, weil er mir den Rücken zugedreht hat. Schließen, nein. Da sind sie, die Pferde. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Hier geht's hoch. Okay. Was zur Hölle war das? Ist das damit gemeint? Muss ich hier rein? Ihr wisst, ich habe einen Mordsrespekt davor. Ich gehe jetzt nochmal runter, das ist das Tor, über dem Tor, ja. Ich habe einen Mordsrespekt vor diesen, denn, mein Gott, ich bin hier natürlich sehr nett aufgenommen worden. Hier. Wie kann ich denn schleichen? Kann man irgendwie in die Hocke gehen? Wisst ihr was, da muss ich tatsächlich jetzt mal schnell nachschauen. Steuerung, schleichen, schleichen. Oder in die Hocke gehen. Bewegung ducken ein aus. C. Alles klar, okay. Heimlichkeit. Wenn du dich hineinschleichen willst, sorge dafür, dass dich niemand sieht und hört. Ob du gesehen wirst, hängt von Licht und deiner Kleidung ab. Ob du gehört wirst, hängt von der Oberfläche ab, auf der du dich fortbewegst und von deiner Kleidung, insbesondere von deinem Schuhwerk. Allgemeine Ereignisse, Tutorials. Es müsste hier Heimlichkeit drin sein. Heimlichkeit. In diesen unruhigen Zeiten werden die Menschen schnell misstrauisch. Betrittst du beispielsweise ohne Einladung jemandes Haus, wird dich die Person warnen, dass du dort nichts zu suchen hast. Reagierst du darauf nicht oder tust sogar etwas Ungehöriges, ruft sie sofort die Wachen. Lass dich vor allem besser nicht an heiklen Orten wie in einer Rüstkammer oder im Schlafzimmer eines Adeligen erwischen. Falls dies geschieht, wirst du nicht gewarnt, sondern sofort von den Bütteln unter Arrest gestellt. Manchmal lässt es sich jedoch nicht vermeiden, solche Orte aufzusuchen, um dies unbemerkt tun zu können. Brauchst du die Fertigkeit Heimlichkeit. Das allein macht dich allerdings nicht unsichtbar. Wenn du auffällst wie ein bunter Hund oder einen Heidenradau veranstaltest, wirst du ganz sicher ertappt. Du musst also darauf achten, dass dich niemand sieht oder hört. Dich zu ducken könnte zu deiner Unauffälligkeit beitragen, aber es kommt darauf an, wo du dies tust. Wenn du dich am helllichten Tag auf dem Dorfplatz duckst, ziehst du eher Aufmerksamkeit auf dich, statt sie zu vermeiden. Damit du weniger leicht zu bemerken bist, solltest du auch entsprechend gewandt sein. Schwarze Kleidung macht dich bei Nacht schlechter sichtbar, zieht aber am helllichten Tag mehr Aufmerksamkeit auf dich. Natürlich möchtest du auch nicht gehört werden. Das richtige Schuhwerk dämpft die Geräusche deiner Schritte selbst auf lauten Oberflächen und je weniger Metall du am Leib trägst, desto weniger klappert es beim Gehen.
Zudem ist es wichtig, laute Handlungen zu vermeiden. Achte darauf, keine Dietriche zu zerbrechen und keine Hunde zum Bellen zu bringen. Deine Wahrscheinlichkeit, unbemerkt zu bleiben, hängt von deinen Werten für Sichtbarkeit, Auffälligkeit und Geräuschen ab, die jeweils von den Eigenschaften deiner getragenen Kleidung abhängen. Je niedriger der entsprechende Wert, desto besser. Sollte er relativ niedrig sein, wir haben ja nichts an, was klappern kann. Du findest die Werte unter der Abbildung deines Charakters. Letztlich führen viele Wege ans Ziel, und sollte es dir gelingen, die Gewandung einer bestimmten Fraktion an dich zu bringen, kannst du dir heimliches Vorgehen getrost sparen und wagemutig jene Orte betreten, an denen du ansonsten höchst unwillkommen wärst. Je mehr Kleidungsstücke der Fraktion du trägst, desto vertrauenswürdiger wirkst du. Am erfolgsversprechendsten ist dabei eine Tarnung, die dich klar als Angehöriger der Fraktion zu erkennen gibt, wie etwa ein Wappenrock. Oder eine Tarnung, die dein Gesicht verbirgt, zum Beispiel ein Helm mit Visier oder schützender Maske. Okay. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Schau mal hier, Hauptstufe, Kampf, Vitalität, Redekunst, Charisma, Sichtbarkeit, 56, Auffälligkeit, Geräusche, Geschwindigkeit, Zustände. Es sind doch relativ viele Werte, die es hier auch gibt. Kann man hier was ändern? Plus, ach so, muss ich jetzt hier quasi schon was auswählen, wie ich mich verbessern kann? Oder wie sieht das aus? Sieht dazu Stufenfortschritt. Nee, das ist nur der Fortschritt, aber hier steht ein Plus. Hä? Hey, da gibt es aber viele, viele Werte. Also Hauptstufe. Jetzt bloß die Frage. Nee, da kann ich noch nichts. Es wird mir bloß angezeigt. Ach, das ist ja krass. Okay, da gibt es ja echt jede Menge. Gut. Schafft die Tarnberger Rüstung aus der Wachstube in den Tor. Ich würde sagen, dann ist es wahrscheinlich bei Tag nicht so gut. Auf der anderen Seite, ja gut, wenn da natürlich jemand rumsteht, ist es erst recht nicht gut. Hier ist der Kamera. Schaut's nochmal rein hier. Spieler. Ah ja, hier. Spezialisierungspunkte, da kann ich also anscheinend doch schon etwas verbessern. Asket. Das Leben ist hart. Der Duft des Mannes. Nachtschwärmer. Steht jetzt aber nicht dabei, was das... Ah, doch mal Info hier. Nachtschwärmer. Deine Stufe hängt von deinem Wert und deinem Fortschritt im Spiel ab. Es könnte sich als nützlich erweisen, den Charakter mit denen deiner Freunde zu vergleichen. Alle zwei Stufenerhöhungen kannst du eine Spezialisierung auswählen, die deinen Charakter in einem Bereich etwas geschickter macht. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Der Duft des Mannes. Aber ich kann dir nicht auswählen hier, oder? Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken, deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30% verringert ist. Ah, okay. Ich kann jetzt doch schon erlernen. Also da, wo ein Stern dabei ist, kann ich was machen. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen und umgekehrt. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen. Erste Hilfe. Kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht. Asket. Du bekommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Speer. Ja, bisher sind jetzt keine Fähigkeiten dabei, wo ich sage, die müsste ich jetzt unbedingt mal machen. Spare ich mir noch ein bisschen auf. Hier wäre Stärke. Was haben wir hier? Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken, kosten nicht 30% weniger Ausdauer. Leichen und hier Huckepack. Da gibt es auch viele Fertigkeiten. Wahnsinn. Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Ich würde fast sagen, hier, gibt's hier schon was? Nee. Ich würde fast sagen, jetzt erkenne ich das auch. Okay, hier Spezialisierungspunkte ein. Gut. Schwert mit dabei. Was ist das? Oberbekleidung. Körperplattenpanzer. Haben wir nicht, natürlich. Körpergewandung. Schuhe haben wir auch an. Okay. Gut. Es ist bloß die Frage, wie ich jetzt hier weitermache.
Da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kreativ sein. Kann ich hier eigentlich auch... Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre. Ja, also ich tendiere dazu natürlich, das Zeug bei Nacht erstmal zu stehlen. Da dürfte weniger los sein. Ich bin nicht so sichtbar. Das machen wir jetzt auch. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, hier sind die Gewichte für das Tor. Oh, ich bin in einem privaten Bereich. Waren da die Rüstungen drin, oder? Ja, das ist schon hier in dem Bereich alles. Muss ich jetzt einmal komplett außen rum gehen? Sieht so aus. Okay, dann gehen wir wieder außen rum. Mir fällt es nach wie vor so schwer, dass ich beim Laufen den Kopf nicht nach links und rechts drehen kann. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass es nur bei so wenigen Spielen mit drin ist, denn es wäre doch einfach schön, sich geradeaus zu bewegen und trotzdem die Umgebung links und rechts, also ich sag mal so, man würde doch beim Laufen auch ganz gerne mal hier rüber schauen, ist so eine Sache, die für mich und ich habe und spiele lange Arme, da kann man den Kopf bei allem drehen. Losknacken machen wir bestimmt nicht. Und ich würde jetzt, wenn ich hier gerade auslaufe, gerne nebenbei noch so ein bisschen hier runter gucken. Was zur Hölle war das? Okay. Also, das werden wir mal nachts machen. Wie spät ist es denn jetzt? 10 Uhr morgens. Vielleicht kann ich doch nochmal auch mit dem Stallmeister reden. Nein. Der möchte nicht. Und hier, denke ich, ist auch erst wieder der private Bereich. Jetzt wird mir wieder ein A angezeigt. Questlog. A. Ja, wieder Wachstube. Das ist... Ja, jetzt wird das Wetter schlecht. Ich schaue, ob ich nochmal mit dem Robert reden kann, aber ansonsten denke ich, was ist hier drin? Wer noch mit uns reden will. Guten Tag. Guten Tag. Nein. Kann mir jetzt besser sagen. Gut, das heißt, ich sollte mir überlegen. Ja, ich will natürlich jetzt auch kein Pferd stehlen, ja. Wie sieht's denn aus generell mit. Wo sind denn jetzt die Werte? Kampf, Statistik, nee, Ruf. Jetzt ist der Ruf gut. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen zurechtfinden hier im Spiel. Wo sind denn meine Werte wie Hunger und sowas? Achso, ich habe hier mit Kudos noch eingeblendet, deswegen. Sattheit, Energie 63. Habe ich dir von dem Baumstumpf hinter meinem Haus erzählt? Den von der Ulme, die du umgehackt hast? Gräbst du ihn jetzt aus? Hab ich schon. Will dort eine Hütte hinstellen. Aber den Baum hast du erst letzten Herbst gefällt. Der kann doch noch nicht durchgemorscht sein. Aber die oberen Wurzeln habe ich geschnitten. Also hast du die Hälfte geschafft. Wenn's nur so wäre, musst du den Graben so groß wie die Höllenpforte ausheben, um an die letzten Wurzeln. Okay, nette Gespräche hier nebenbei. Reden wir nochmal mit dem einen oder anderen Dorfbewohner. Nee, da kann ich immer bloß dieselben Fragen stellen. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Gespräch beenden. Ja, die Frage ist auch, was ich als nächstes vorhabe. Denn ich muss natürlich jetzt in dieser Spielewelt auf alle Fälle erstmal mich etwas zurechtfinden.
Ich würde jetzt fast sagen, ich tendiere dazu, wir hauen uns ins Bett. Bin mal gespannt, ob ich das darf. Ein paar Stunden, dann sind wir wieder fit. Und dann gehen wir nachts raus und schauen, dass wir da die entsprechenden Sachen uns klauen. Vielleicht schauen wir nochmal bei den Pferden vorbei, denn wir sind ja mit einem Pferd gekommen. Das war natürlich auch nicht unseres. Kann natürlich auch gut sein, dass das aufgefallen ist. Die haben wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Markierungen dran. Hallo Pferd. Aufsitzen und Pferd spielen. Das Pferd ansehen. Mein Pferd, anderes Pferd. Okay, ich habe kein Pferd. Hätte sein können, dass ich es vielleicht erkenne, aber wir haben es ja natürlich ja auch vorher nur im... Geklaut ist es das falsche Wort, als wir auf der Flucht waren. Herrn Divisch Pferd. Mein geklautes Pferd. Nein, wem gehört das? Hauptmann Roberts Pferd. So, Schlafgelegenheit. Wollte ich hier drin? Nein. Was gibt's denn hier? Pferdefutter. So, hier bin ich. Jetzt ziehe natürlich die Schuhe aus. Wie ging das nochmal? Alte Stiefel nicht ausrüsten. Gut, wir hatten ein paar anstrengende Tage, da kann man tagsüber auch mal schlafen. So, Schuhe ausgezogen. Es ist jetzt 12 Uhr mittags. Oh Gott, draußen ist es aber auch schön dunkel wegen dem schlechten Wetter. Ich würde sagen, wir hauen uns mal hin. 8 Stunden. Oh, das ist 12 Uhr. Nee, 11 Uhr ist es jetzt. 19 Uhr. Machen wir doch mal bis 20 Uhr. Dann ist es noch ein bisschen hell. Dann können wir uns noch mal ein bisschen umschauen. So lange geschlafen haben wir natürlich jetzt hier nicht. Ziehen wir unsere Schuhe wieder an, alte Stiefel und statten doch mal dem Burgfräulein Stefanie, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Burgfräulein ist, ob ich da jetzt nicht irgendwas Falsches sage. Guten Tag. Keine Angst, ich weiß natürlich, dass das jetzt gerade nicht Burgfräulein Stefanie ist. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht noch irgendwelche Informationen erhalte. Das ist ja mal was. Zuerst haben alle Schiss, dass Sigismund aufkreuzt und dann sowas. Dem Herrn sei Dank, dass sie es aus der Burg geschafft haben. Skalitz ist gut befestigt, aber wie ich höre, ist Sigismunds Armee riesig und sich ihm zu stellen ist Selbstmord. Herr Ratzig hat das Richtige getan. Tut mir leid, dass es nicht alle geschafft haben. Mir auch. Möge Gott deinen Schmerz lindern. Hab Dank. Herr Ratzig ist ein guter Mensch, wenn er sich so um alle kümmert. Aber wahrscheinlich... Ja, dasselbe Gespräch wie vorhin. Nicht wirklich. Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert und als er es begutachtete, wechselten wir ein paar Worte. Das ist alles. Dann ist er ein guter Herr. Beenden wir das Gespräch. Wir probieren es jetzt nochmal. Das war die Küche. Weißt du was, wir hauen uns nochmal... Nochmal den Magen ein bisschen voll. Wie sieht's denn da aus? Spieler. Sattheit 66. Wir essen uns jetzt noch erstmal so richtig satt. Wie viel bringt das? 91. Können wir noch einmal reinfassen? Ah, geht auch nur einmal. So, da sind sie wieder. Was habe ich denn jetzt hier unten für ein Zeichen bekommen? Sieht aus wie ein Buch. Herr Robert, wir reden auch mit Herrn Robert. Guten Tag. Gott behüte dich. Dann sprechen wir jetzt die Stefanie, Herrin, nicht Burgfräulein. Burgherrin Stefanie an und machen mal im Beisein der beiden Herren, fragen wir die Dame mal, mal schauen, wie das Gespräch dann verläuft.
Ich muss nach Skalitz. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern liegen in Skalitz im Dreck und sind den Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Ein Erfolg. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Vielen Dank vor den Leuten hier. Ich muss vielleicht ein Bestechungsgeld zahlen. Was sagst du denn dazu? Wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Ah. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Vielen Dank, Herrin. Jetzt habe ich Geld. Ist natürlich eigen 25 Groschen. Wenn hier nebenan die beiden sitzen. Tor bestimmt, wo ich hin will. Aber da kann man bei Spielen, muss man auch mal ein Auge zudrücken bei sowas. Ich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Was denkst du, Herrin? Sehe ich wie ein Wachmann aus Thalenberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Sieh dich an. Also ich befürchte auch nach wie vor, dass mir ein Schild in der Rüstkammer nicht reicht. Aufstehen. Gut, wir haben Geld. Aber das mit den Rüstungen, wir haben ja die Schlafplätze der Wachen auch irgendwo gesehen. Also da hätte man ein Pferd. Ich würde natürlich gerne mit Pferd einfach rausreiten. Bestechen könnten wir ihn auch. Jetzt müssen wir mal schauen, wo waren denn die Schlafplätze? Das ist unser Schlafplatz hier. Was zur Hölle war das? Ich weiß nicht. Hier rum blutige Tücher. Das ist hier die Kammer des Schreckens. Schlafen und speichern. Wisst ihr was, ich gehe jetzt doch mal ins Inventar und schau mal, wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir aufleveln können. Vielleicht hilft uns ja doch. Erste Hilfe habe ich schon. Asket, Leben ist hart. Wir schauen nochmal nach. Komfort, schmutziges Gespräch, Nachtschwärmer, Speerzähnen. Ich nehme jetzt hier noch nichts. Es ist mehr Werte, die ich jetzt gerade nicht so wirklich brauche. Bollwerk, was haben wir hier? Gegnerische Angriffe, Schildblocken, 30% weniger Ausdauer. Huckepack, Leichen, Bewusstlos, man braucht keine Ausdauer. Deswegen verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Da ich derzeit auch noch kein Schild habe. Nee, bringt uns nichts. So, tja. Ja, die große Frage, die sich mir stellt, ist, ob es reicht, einen Schild zu haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich einfach nur mit einem Schild da durch könnte. Aber ich kann natürlich den guten Herrn auch bestechen. Aber wisst ihr was? Zumindestens, wir schauen uns doch mal hoch in über das Tor in die Rüstkammer. Vielleicht reicht uns ja dann der Schild ja doch auch schon aus. Hier ist gerade niemand. Ich ziehe mal eben meine Schuhe aus. Und schleiche mich da mal rein. Machen wir mal die Tür zu. Schild mit Tannenberger Waffen.
Ein Hehler. Schloss knacken sehr leicht, können wir nicht machen. Wir nehmen hier hinten. Ist da nichts drin? Schloss knacken, stehlen. Hä? Da ist nichts. Und hier? Gehen wir doch mal hier hoch. Beim Gehen klimpert auch noch irgendwas. Das wird wahrscheinlich mein Schwert sein, oder? Kann ich das auch ablegen? Waffen. Haupthand. Ach Mensch, das ist ja noch Ratzigs Schwert. Ja, aber ablegen kann ich es nicht. Das müsste ich wahrscheinlich. Doch, tatsächlich, das ist nicht angelegt. Okay. Da haben wir echt ein wertvolles Schwert. Ja, jetzt klappert auch nichts mehr. Langstreckenpfeil. Ist da auch ein Bogen? Rustikaler Eschenbogen. Fand ich ganz interessant. Ich habe letztes Mal gelesen, dass es in Großbritannien quasi keine Eschen mehr gibt, denn die haben für ihre Langbögen sämtliche Eschen auf der gesamten Insel im Prinzip im Mittelalter aufgebraucht. Schwören könnte sich hier irgendwo. Was knackt man schwer? Ist hier sonst nichts mehr? Setzen. Kann ich denn hier die Waffen nicht stehlen? Da steht zwar stehlen, aber. Langstreckenwaffe, alles stehlen. Ich bin ein bisschen verwundert. Oh, muss ich aufpassen. Ich bin ein bisschen verwundert, dass ich hier in die Waffen nicht rankomme. Nee. Da geht nichts. Wo geht's denn da wohl hin? Sie. Ne, hier kann ich nichts klären. Stillen. Ne, da ist nichts. Dann schauen wir nochmal ganz runter. Ne, die Waffen. Hier war noch irgendwas mit Stillen. Setzen. Ne. Die scheine ich nicht stehlen zu können hier. Da ist es mit Stehlen. Das ist sehr feinfühlig hier. Nee. Da ist nichts. Tja, reicht ein Schild aus, um mich als Wachmann hier durchgehen zu lassen? Wenn nicht, dann... Müsste man halt bestechen. Würde ich jetzt sagen. Was kann ich hier stellen? Ah! Durch Zufall noch was gefunden. Wir nehmen alles mit. Ein Streitkolben. Schnell weg hier. Okay.
Schuhe wieder anziehen. Questgegenstand. Ach, Herazik Schwert ist schon wieder ausgerüstet. Nee, jetzt ist ausgerüstet. Also, wir haben Geld, wir haben ein Schild, wir können ihn bestechen. Wir probieren es. Wir nehmen uns jetzt mal das Pferd, rüsten den Schild aus, schauen, ob er uns durchlässt.